Yassa du! Das ist mir, ich schicke einen Whisky so da für den Papa. Also gut, dann schauen wir halt den Film noch einmal an. Das dritte. Man kann sie auch in eine Pfanne mit Anken tun und einen Zucker drauf und dann einen Schnaps drüber leeren und anzünden. Servele? Mit Zucker und Schnaps? Nein, Banane? Nein, nein, diesen Fall auf keinen Fall. Mord mag ich nicht. Ich bin nicht dafür. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, aber meine Frau, sehen Sie, hat gesagt, die Sache kommt nicht gut. Die kommt nicht gut. Nicht gut. Wissen Sie was, lieber Herr Holliger? Sie können mir am Arsch lecken. Bist du wieder kleiner? Nein, ich bin frisch wie das Wetter. Ja, wie heisst vom Sonntagabend? Hast du natürlich wieder die ganze Nacht Hagebutten-Tee getrunken? Nein, du, ich glaube, ich habe einen schlechten Kaffee vermischt. Ja, Kaffee ist gefährlich. Ja, nu, hat wenigstens dabei etwas rausgeschaut für meinen Vater, seinen schönsten Sohn. 40 Stutz habe ich dem Toni beim Knoblauch abgenommen. Ah ja, jetzt kann ich doch wenigstens der Großmutter wieder einmal ein Bälle in Eilenstrümpf kaufen. Ja, was hat denn die Frau gesagt, wo du so spät heimgerollt bist? Oh, du, redet man nicht von einer Naturkatastrophe. Jetzt nimmt der Miesli aber einen schönen Anlauf in die Höhle des Löwen. Drift, lift, lift. Was haben ja die Jungen heutzutage für ein Gestör mit der Liebe? Mit dem Alter wird es nur komplizierter. Komm, Bingo, wir gehen. Mit wem wird es nur komplizierter? Mit dem Alter. Du musst mir doch nicht sagen, was sauber Handwerk ist, du Nullerschütz. Du Anfänger, du Rosenrote. Ach, steh doch mit dem Zirkus, weil dann ein paar Rasbollen, die hast du dort auflesen. Oh, Rasbollen! Nicht Rasbollen, Klon bin ich gesehen, Klon! Jeden oben, wenn sie das Leuchtkäfig aufgestellt haben, habe ich mir in die Arena. So. Gut. So Mordsdonner legen die Hühner in der Stadt nicht, hä? Miesli, wo hast du mein Geld? Hey, ich habe nicht mehr viel. Aber es war schön gewesen. Ich sag dir, dass Italien mir schon erlebt hat. Ich bin Venedig gesehen und dann sterbe ich. Herzversagen. Tritt am Ende bei jeder Todesart ein. Ja, ja, ja. Das macht mich ja so wütend. 6000 Heber, die habe ich doch sonst im linken Schiletaschli. Blöden Aufschnitt. Jetzt schau den Pubertätler an. Bei mir muss der Pulver rollen. Was? Das ist eine Schirmenrechnung. Und der die gemacht hat, ist ein Spitzbub. Iseli. Ich meine, zwei Iseli im Führer sind alle viel besser als... Jo, ich freue mich alle viel, wenn ich rasch menschlichen... Ich meine, menschenwürdigen Kontakt bekommen mit den Betroffenen. Ja, leider sind sie meistens betroffen. Dann hätten wir doch eine Existenz. Du wärst der Direktor und du dürst... der war Schinkenbrötchenverkäufer und ich eben Klon. Klon? Wenn du je Klon gewesen bist, dann bin ich der Kaiser Barbarossa persönlich. Rossbollen hast du zusammengelesen im Zirkus und selbst hast du. Oh, das ist nicht wahr. Du bist ein missgünstiger Sack, der die Hütte anlenkt. Klon bin ich gewesen. Jeden oben, wenn sie Säugekäfig aufgestellt haben, habe ich müssen raus. So. Dschumpel. Hören Sie es auch? Das geheimnisvolle Rauschen, das nie aufhört. Es ist eigentlich schade, dass wir in der Schweiz kein Meer haben.
Nicht einmal ein Stückchen Ozean. Finde ich sie nicht auch. Sau schade ist doch das. Oder? McGoy? St. Lot? Ich will die Wahrheit wissen. Nun gut. Die Partei hat dich ausgeschlossen. Wann? Bevor wir in dieses Land kamen. Gewonnen! Ich habe gewonnen! Ich bin reich! Ah, was hast du gesagt, gewonnen hast? Geld! Ganz Haufen Geld! 10.000 Franken! Im Traum. Aber ich weiss noch wie. Du, das müssen wir aufschreiben. Aber ich kann nicht mehr. Sie haben keine Zähler ruhig da und essen Gummi. Können Sie es mir wieder haben? Jetzt nur keinen Schneckentanz machen. Ich kann nicht erfahren, wer Hans Leoweger ist. Irgendwie mag ich die ganze Sache nicht. Nein, ich mag nicht. Was soll es heißen? Ganz einfach. Ich muss nicht mögen. Ich kann mögen, wenn ich mag. Ich mag aber nicht mögen. Wie heißen Sie? Hoffmann. Vorname? Fritz. Heimatort? Glarus. Hoffmann, Glarus. Geboren? 21. Ist ein prima Jahrgang. Haben Sie einen Ausweis? Oh Schmerz, oh Schmerz. Das Tagebuch die Heimat gelassen. Oh, das ist eine Gemeinheit. Das ist eine Gemeinheit. Eine Doppelte. So, jetzt längst mal. Nimm den Tod und geh deine Unglücksperle allein besuchen. Mach was damit, dann komm nie mehr hier rein. Auch das noch. Da kannst du gerne was haben. Und Haus, du Traum geh kümmern. Du bist doch mein bester Freund. Sieh! Baby. Wir haben doch ein paar Batzen erspart nichts auf der Seite. Und mitnehmen können wir sie nicht. Wollen wir jetzt nicht dem Sophie helfen? Lang machen tue ich es nicht mehr. Ich fürchte es. Ich fürchte es. Herr Wendling, nicht! Jetzt hätten Sie mich beinahe erschreckt, Rosa. So was dürfen Sie nicht machen. Haben Sie Kummer? Bald. Geld ist schuld. Das Kaipe Geld ist an allem schuld. Fort. Fort damit. Oh, nehmt es. Können Sie es behalten. Verreiß doch du selber! Du bist ja sowieso immer nur hinter dem Stutz. Für Stutz wolltest du alles machen. Für Stutz wolltest du sogar die eigene Schießtrack fassen. Sag dann nochmal, du senile Trottel, sag dann nochmal! Für Stutz versäcklichst du die beste Freund. Also sag dir eins, du bist ein ganz durchtriebener Sieger. Ein grusiger, trauriger Hüchler, du! Ist doch wahr. Ja, aber so dürfen Sie doch das nicht sehen, Männli! Herr Männli! Für Sie ab jetzt wieder Herr Männli! Schlangenherr. Halt! Wohin wollen Sie? Geiz. Moment. Ich gang jetzt. Und nimm den Film mit. Gute Nacht, meine Stadt. Gute Nacht, kleine Stadt. Mach die Augen schön zu und gib Ruhe, meine Stadt. Gang leise und sacht,
durchs Dorf oder Nacht, ins Glück und in die Pracht der Träume. Und gute Nacht.